Servusle, grüßt euch. Ich würde ja fast sagen, endlich kommt ein bisschen Farbe ins Spiel, aber das Spiel ist ja eigentlich bunt genug, ne? Ich habe echt ein bisschen länger gewartet wie sonst mit der Aufnahme, weil ich gehofft habe, dass der Bug verschwindet. Habt ihr bestimmt schon bei dem einen oder anderen gesehen oder auch bei euch selber. Hier gibt es auch so Röhren irgendwo, die habe ich vorhin gesehen, ich finde es aber nicht mehr. Die waren wie Regenbogenfarben, weißt du? So, wir gehen jetzt mal einfach zur Aurora rüber, würde ich sagen. Wir waren gar nicht lang rum, die Taschen sind leer, Batterieladegerät habe ich vorne gesetzt, ja. Aber wir machen jetzt keine komplette Runde. Ich will einfach mal rein. Wir laufen grob durch, gucken ein bisschen rum, wie es drin aussieht. Mich würde halt jetzt interessieren, ob da drüben die Bugs auch zugeschlagen haben. Vielleicht haben wir ja eine bunte Folge heute, Aurora, weißt du? Vielleicht kommen wir auch gar nicht weiter. Ist das der Kaffeeautomat? Den haben wir schon gescannt, ne? Seit wann explodieren die Kracherfische, wenn man. Ah, der ist nicht wegen uns erschrocken, glaube ich. Normalerweise macht das doch nichts mit der Mutter, oder? Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Kaffeeautomat habe, weißt. Ich glaube, den haben wir gescannt. Ja, es kommt kein Zeichen. Hallo? Wie? Gar nicht so scheu heute? Gar nicht so scheu heute? Alter, hau ab! Digga! So ein Arschkopf. Da, guck, hier ist auch so ein bunter Dinger. Hier, ne? Vielleicht haben die was. Vielleicht haben die was geschnupft im Büro. Wer weiß, was die da so treiben und probieren, ne? Egal, mich stört es gerade nicht so. Ich finde es eher lustig. Ja, oder? Hast du das gemacht? Hast du gekleckert? Guck mal, wie schön animiert. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass sie schön sind, weiß ich. Aber so schön. So, Leute. Genau. Wir müssen ja ein bisschen das Zeug noch einsammeln. Letzte Runde war gut. Haben wir einige Blueprints gekriegt, finde ich. Jetzt gehen wir hier mal ganz locker und easy rüber zur Aurora. Schauen wir mal, ob ich heute durchkomme. Au, hier waren doch die Gelee-Bolzen, ne? In dieser Schlucht. Da gehen wir gleich mal gucken. Die brauche ich ja früher oder später eh wieder. Vielleicht finde ich gleich eins. Dann nehmen wir die nämlich gleich mit. Jetzt haben wir auch den Namen für die. Da sind sie. Gelee-Bolzen. Ne? Hier, jetzt muss ich hier nur raus und dann kann ich es mitnehmen. Guck mal her. Wir schon erst scannen. Ja, komm, wir können ja auch mal zwischendrin was scannen. Dann wissen wir auch, wie die Gelee-Bolzen heißen. Fremde Lebensform. Gelsack. So, sieht also ein Gelsack aus. Ne? Komm. Haben wir eine Spore? Na, wir nehmen mal zwei mit. So, den können wir eigentlich mitnehmen, weil den kann man nämlich futtern. Den kann man futtern, da haben wir drüben auch schon mal ein bisschen was zum Essen. Was? Was? Was hat sie gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab nicht aufgepasst. So, komm, vielleicht finden wir noch einen. Was ist denn hier los heute mit euch? Ich glaube, die sind irritiert hier durch die Farben, die da vorne so. Hey, komm, die nehmen wir jetzt mit. Wer weiß, wie sind da. Alter, also irgendwie sind auch die Effekte komisch. Hast du gesehen beim Aussteigen? Als ob wir oberhalb vom Wasser wären und das wäre so die Welle, die da gegen die Gischt schlägt. So, das reicht. Jetzt haben wir zwei von denen Gelsäck. Wir haben die Sporen. Alles super. Gibt es hier noch irgendwas für uns? Hier ist eine Kiste. Könnte eine Batterie drin sein. Oder eine Energiezelle. Wir gucken rein. Oder mein Glück schlägt wieder zu und das Ding ist leer. Wässerle. Jetzt haben wir sogar Essen und Trinken dabei. Man nennt es auch die mobile Vorbereitung für die Aurora-Runde. Wenn man nichts dabei hat, manchmal findet man auch was. Klasse, ne? So, ein paar Minuten haben wir erst verbraten. Das heißt, wir kriegen hier schon ziemlich viel geschafft. Die Schubkanone haben wir dabei. Das Schweißgerät habe ich noch nicht, ne? Das muss ich noch bauen. Da müssen wir aber rüber zum Diamantding und das wollte ich eigentlich. Dachte, ich habe ein neues Fischle entdeckt. Ja, was Neues habe ich hier. Da, guck mal. Oh, tut mir leid. Auf Wiedersehen. Mach es gut, mein Freund. Können wir den auch essen? Ich meine, wenn er jetzt schon tot ist, wo ist der? Guck mal her. Aufnahme Schwebefisch. Vielleicht lebt er ja. Der war aggressiv, der gerade auf uns zukam. Habt ihr gesehen? Tot Schwebefisch. Toll lokalisiert. Tot Schwebefisch. Egal, ich sag nix. Weiter geht's. Ein kleiner Sandhai. Da-da. Ich bin mal gespannt. Aber hier sieht es jetzt aus, als wären keine Bugs. Doch, das sind die Bugs. Hier, ne, da labt ihr euch an dem bunten Geglittere und Geglimmere. Vielleicht können wir was Geheimes entdecken, wenn man mal genau drauf guckt. Tanzt die? Guck mal. Weißt du, vielleicht ist das ein Code. Auf jeden Fall sieht es nach Code aus. Und wenn es nur Mist ist. Alles klar, weiter geht's, Voucher. Nicht so lange aufhalten, sonst kriegst du dann am Ende doch wieder nichts gebacken. Was haben wir denn hier? Wer bist denn du? Energietransmitterfragment. Hatten wir das schon? Jo. Ah ja, haben wir es schon gehabt. Was ist denn mit dir?
Alles klar. Energietransmitterfragment haben wir schon. Das waren die Dinger, ne, die mit Gold gebaut werden zum Weiterleiten vom Wärmekraftwerk. Das sind wahrscheinlich alles die Fragmente. Da gucke ich jetzt auch gar nicht. Hier, das sieht doch irgendwie krass aus, ne? Ich finde es fast schöner wie vorher. Guck mal. Schwemm. Schwaller. Da. Sieht ein bisschen aus wie das Testbild vom Fernseher. Vielleicht kann ich mir das rausklauen. So, jetzt sind wir mal gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wo ich heute wieder hängen bleibe. Jede Aurora-Runde endete ja damit, dass ich gesagt habe, also. Seit wann ist auf der Seite ein Reaper? Seit wann ist auf der Seite ein Reaper? Gar nicht gut. Da ist noch einer. Bin ich falsch gefahren? Bin ich falsch? Haben die das da ein bisschen aufgesteckt hier? Hallo? Ich bin doch bestimmt auf der falschen Seite, oder? Es passt mir ja mal so gar nicht. Hier, guck mal. Joi, geh weg, Alter. Wenn du den mal gehört hast, ist vorbei. Hier, geh mal durch. Da bleibt er hängen mit seinem dicken Schädel. Oh Mann, zwei Reaper hier. Das wüsste ich jetzt nicht, dass ich das schon mal gehabt habe. Hier ist eine von den Stangen. Das ist doch geil, wie auf der Messe die Dinger, weißt du, wo du gewinnen kannst, wo dann so blinken. Düdel, düdel, düdel. Hammer, guck dir das an. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Toller Bug. Achtung, ich bin gespannt, was es da oben erwartet. Hier sieht es auch schon wieder so krass aus. Hallo. Huch. Alter, zwei Reaper muss ich beim Rausgehen aufpassen. Geil wäre, wenn die Krebse gleich so aussehen würden. Weitläufiges Trümmerfeld entdeckt. Ha, ja, super. Da hinten, guck mal, ist das der Hammer, oder? Ah ja, die Krebse. Das wird jetzt auf jeden Fall witzig. Da vorne ist nämlich auch eins, wo so bunt ist. Motte, keep cool. Wenn ein Reaper kommt, kannst du gehen. Was ist da unten? Ey, guck mal, die ganze, das ist Glasfaser. Das sind Glasfaser-Dinger. Weißt du, die leiten besser. Ist das geil. Naja, okay. Ich denke mal, in ein paar Tagen ist das wieder verschwunden. Bisschen irritiert es halt, ne? Boah, die Musik hier, die Melodie. Bös, bös. So, Krebse. Wir haben ein Messer. Hoffentlich hat es noch Haltbarkeit. Ich habe nämlich gar nicht geguckt. Hier ist einer. Oleg. Eins, zwei, drei, vier. Wann seid ihr viele? Erstmal Flucht. Erstmal Flucht. Wir brauchen das andere Gerätle. So, pass mal auf. Tu mal die gleich auf die zwei, weil sonst ist das Messer nämlich ruckzuck verbraucht. So, mein Freund. Außerdem kann ich da von weitem. Pauen! 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 Es geht tatsächlich besser. Jetzt kommen die gleich gesammelt wieder, ne? Guck mal, das geht echt viel besser. Noch irgendwelche Fragen, Krebse? Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Krebse? Jetzt ist natürlich die Zeit gleich wieder vorbei, weißt du, die stehen immer noch hier draußen rum. Da machen wir halt zwei Runden Aurora. Ist ja nicht so schlimm, haben wir bisher immer gemacht. Wo bist du denn, Kleiner? Und ab ins Weltall. Guck mal, da kannst du nämlich auch ohne, dass man die sieht. Ah, das war die Kiste, ne? Die willst du doch erstmal durchgucken. Was haben wir? Hey. Ich mache hier mal einen Schnitt. Ja, nee, oder? Alter, gib mir die dumme Batterie. Stopp. Wie sie da jetzt aber auch mitmacht, ne? Hier, wie sie rumrollt. Was haben wir? Yo, hier geht's los. Eine Energiezelle. Freude. So. Ja, jetzt machen wir mal, was wir können. Ne? Wenn nicht, machen wir beim nächsten Mal gerade hier direkt weiter. Futter und so ist alles noch gut. Ja, wie sich's dreht vorne. Ja. Hier, da ist was zum Scannen. Haben wir den schon oder haben wir den nicht? Flutlicht, wir scannen. Wir werden es gleich. Ein Flutlicht. Hat sich schon mal gelohnt, dass wir unterwegs waren. Da ich ja eh alles bauen will, was man findet, können wir auch das Flutlicht diesmal bauen. Boah, jetzt bin ich über meinen eigenen Schatten gerade erschrocken. So, komm, mach das mal weg. Bup und. Bup und Büble. So. Jetzt haben wir hier schon mal frei. Ach, die Codes waren ja. Das habe ich schon wieder vergessen. So. Wow.
Wir sollten das ausnutzen, solange der Bug ist. Das kriegen wir nie mehr wieder. Das kriegen wir nie mehr wieder. Hier ist leer. Hier, ne? Am Rand hat sie sich versteckelt. Da, wo der Voucher jetzt hinkommt. Oh, hier mal gucken. Guck mal! So ein bisschen erinnert es mich an die C64-Zeiten. Da waren die Spiele teilweise von der Grafik her so, ne? Aber sie waren geil. Sie waren... Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe keinen Feuerlöscher. Wir müssen nochmal raus. Ich habe keinen Feuerlöscher. Ich weiß noch, wie wir uns vorbereitet haben beim letzten Mal. Und Feuerlöscher waren wichtig. Und die waren wichtig. Und ich habe sie vorbereitet und habe keinen einzigen dabei gerade, ne? Habe ich echt keinen Feuerlöscher mit? Nee, aber ein Gelsack. Jetzt gehen wir halt mal... Wo war denn der andere Aufgang? Da war doch noch einer. Wo war denn die Stelle? Da vorne. Wir fahren mal mit der Motte hin. Alter, wie geil das da drin ist mit den bunten Röhren. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass da hinten kein Ripper rumstrackst. Geh mal hier. Ah. Krebsilein. Wie seid ihr? Ihr seid immer nur super aggressiv, oder ihr Freaks? Oh. Und ich wünsche dir ein großes Maul da unten, das dich direkt packt. Weg ist es. Hoffentlich kann ich die alle hier rauslocken. Komm her. Beiß. Beiß, beiß. Komm, hüpft. Seid ein bisschen mutiger. Ja, ja, ja. Kriege ich gleich zurück. Kriege ich jeden Moment zurück. Aber weißt du was? Das ist mir wurscht. Heute ist halt Angriffstag. Was soll's? So. Jetzt kommt das Signal. Jetzt, wo ich nicht mehr da bin. Bumm. Bumm. Jetzt ist gleich die Batterie leer. Aber wir haben ja Batterien gefunden. Ist also alles halb so tragisch. So, Motte, ich hoffe, du bist da einigermaßen sicher. Lass keinen Krebs rein, die versauen dir bloß das Polster. So, meine Freunde, Krebse, hier, tschüss. Bin so froh, dass das hinhaut. Vor allem, man kriegt die aus voll der weiten Entfernung. Da war noch einer, das sind noch ganz viele. Hier, komm. Komm, Naseband. Naseband, wer war denn jetzt schon wieder Naseband? Ich glaube, da gab es mal eine Show oder eine Serie, ne? Ich glaube, da gab es mal eine Serie, die, da hat der Naseband mitgespielt. So. Ah, das können wir bestimmt gebrauchen. Hier, ich finde es gar nicht schlecht mit dem Bund. Hier eine Muffe, ne? Eindeutig klarer Fall. Hier wurde das Kabel gemufft. So. Vielleicht von einem Muff-Team, wer weiß das schon. Alles klar, hier ist immer richtig. Ich denke mal, hier finden wir auch irgendwo einen Feuerlöscher. Ha! Hab ich dich erwischt! Komm her, komm her. Und ab ins Unterweltall. Sag mal, platzen die oder fliegen die einfach nur... Boah, der war mehr als Akku. Der kam ja angerannt, Alter. Komm, lass uns mal da hinten reingucken. Vielleicht finden wir da drüben den Ursprung der bunten Stelle. Nö. Hier ist schon krass so, gell? So sieht's fast besser aus, finde ich. Nicht nur so düster. Was haben die da für einen Texturfehler reingehauen? Ist das da Hammer? Was? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Das sind hier mehr Krebse wie sonst. Ha, in der Luft abgefangen, Freund. Jetzt geht uns gleich die Batterie leer und dann haben wir den Salat. Dann hätte ich mir gewünscht, ich hätte nicht so große Klappe gehabt. Sind die dann tot, oder? Nee, ne? Guck mal, der ist nämlich gar nicht tot. Scheiße, die Batterie ist leer. Siehst du, wie ich es gesagt habe? Jetzt gibt's aufs Maul. Jo, Alter, ist ja gut. Alter Schwede. Mann. Wie er gewartet hat, dass ich meine Batterie aufgebe hier. Alter. Ist ja voll der Shooter jetzt schon. Bist du noch nicht mal drin, weißt du? So, was haben wir hier? Naja, das habe ich das letzte Mal nie geprüft, ob da am Rand was klebt. Wir hätten das so. Aha, hier sind noch mehr. Ey, Leute. Der ist aber tot, ne? Ja, der ist tot. Es wird hell. Wir sind hier nur am Schießen und am Shootern. Hammer. Oh, hier ist... Ach, hab ich dich noch gesehen, Alter. Kreatur. Du Kreatur. Was? Wo? Ah, ah, Krebs. Tu's nicht. Tu's nicht. Alter. Du
kleine Ratte. Jetzt muss ich echt mal so ein scheiß Medipack. Oh, wir haben die Taschen voll. Wir brauchen gar nicht rein. Wir brauchen eigentlich gar nicht rein gerade. Oh, habt so ein bisschen Spaß gehabt hier. Nee, wir müssen sie ja ausräumen. Es hilft uns ja nichts. Alter, das muss ich fast wegfahren. Guck mal, wie viel Zeug wir jetzt haben. Drei Plätzle habe ich. Mann. Alter Schwede, diese Krebse. Bin ich froh, dass es hier funktioniert mit dem Teil. Bin ich echt froh. Sag mal, sind wir hier immer rüber gelaufen? Ich glaube hier... Ne, guck mal, das Bunte ist doch super. Wie viele Minuten haben wir? Wir können noch rein, wir können noch rein. Aber hier waren auch immer welche. Bam, gegen die Leitplanke hier geknallt. Und bam, hinterher geschossen. Ich habe gerade voll Spaß, ne? Muss es echt mal sagen. Ich habe gerade voll gute Laune hier. Ich glaube, das macht das bunte Zeug. Ich bin mir nicht sicher. Hier. Das Glück ist uns hold. Wir haben einen Feuerlöscher, haben wir. Oh mein Gott, wir haben einen Feuerlöscher. Und jetzt müssen wir nur sparsam damit umgehen. Spumm gehen, sozusagen. Spumm gehen. Komme ich jetzt hier rein? Komme ich jetzt hier rein, ohne mich zu verbrennen? Ich kann es nicht beschwören, aber das sieht so aus, als ob das hier buggy ist. Mach's mal aus. Da stimmt was nicht. Oh, nee. Ich spawn mir das Zeug alles. Ich sag's nur, ne? Spiel, wenn du hier meinst. Alter, das funktioniert hier super. Na doch. Seht ihr es hier? Abgerandet hier? Zack, wenn ich da jetzt runterfliege, sind wir weg. Das Problem ist... Ich will das natürlich jetzt schon wissen, wo wir da rauskommen, ne? Also, Leute, wir fahren dann das nächste Mal nochmal rüber. Ich gehe dann die Taschen ausräumen. Jetzt habe ich mal hier gespeichert. Ich will jetzt da mal reinhüpfen. Gucken, was passiert. Okay, wir leben noch. Vielleicht können wir hier abkürzen. Vielleicht können wir hier abkürzen. Bug using. Hier oben wäre dann der Frachthanger. Und die Verwaltung. Die Verwaltung ist dann mehr hier so. Alter, das sieht aber gefährlich aus. Ha ja gut, ist halt jetzt hier ein Bug, ne? Dödüm. Vielleicht geht's ja trotzdem, er weiß das schon. Guck mal, hier liegen Kisten. Lagen da schon immer Kisten hier so? Ja, ist jetzt die Aurora buggy, ne? Dann lassen wir die halt weg. Muss uns klar sein, wenn das jetzt so aussieht. Boah, Alter, du wirst es hier eh nicht überleben. Mach die locker. Dann gehen wir beim nächsten Mal auf der anderen Seite noch gucken, ob das da auch kaputt ist. Guck mal, dahinter hupfen wir jetzt hin. Ist doch klar, mit Anlauf. Aber hier kommen wir eh nicht. Und hoch kommen wir auch nicht. Jetzt pass auf. Heia, Busa! Wo ist der Reaper? Das wäre doch jetzt eigentlich die Logik gewesen, die ich erwartet hätte. Alles klar, Leute. Machen wir an der Stelle halt einfach Schluss heute. Eine kaputte Aurora. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Mit bunten... Aber hier ist ja jetzt nichts mehr. Was soll ich jetzt hier noch machen, ne? Kannst du mal die Taschenlampe kurz rausholen? Nee, hier sind wir eigentlich jedes Mal rumgeglitscht. Diesmal aber absichtlich, ne? Diesmal halt... Vielleicht kommen wir heute zur Motte zurück. Das hat noch nie geklappt. Ich bin hier immer gestorben. Immer. Immer. Immer schon bin ich hier draufgegangen. Vielleicht schaffen wir den Weg zur Motte. Dann könnte ich direkt rüberfahren. Es wird enger. Da ist ein Krebs. Da ist ein Krebs. Er schnappt ihn sich. Er treibt ihn vor sich her und schießt den anderen damit ab. Hat nicht geklappt. Pom. Hey, wir sind, glaube ich, raus. Das heißt, das können wir tatsächlich zurückfahren. Hey, super. Normalerweise hänge ich immer irgendwie fest in solchen Dingern und komme immer raus. Ja, jetzt machen wir das. Jetzt gehen wir rüber, die Taschen leeren, Batterieladegerät füllen. Und dann gehen wir halt das nächste Mal. Ne, wir lassen erstmal noch ein bisschen. Wir warten mal, bis ein bisschen gepatcht wird. Bevor wir dann nachher da drin stehen und da glitschen wir wieder raus, weißt du? Dann machen wir lieber was anderes. Jetzt gucken wir mal, was das für ein Signal ist, ne? Fahren wir kurz zurück. Pass mal ein bisschen auf, dass man nicht gerade den Reapern jetzt hier... Ein Biss halte ich, glaube ich, aus. Ach, wir gucken einfach nicht runter.
wenn man sie nicht sieht, ist nicht so schlimm. Ihr seht doch, das Zeichen da vorne sieht auch leicht verbuggt aus, ne? Dieses 1000 Meter Ding. Aber nur leicht. Ja, du machst mir nichts, du machst mir nicht mal Angst, Alter, aber dein großer fetter Kumpel da unten, der schon eher, ne? Und der ist jetzt tatsächlich eine doppelte Reaper-Brut hier unten angesiedelt. Wir gehen jetzt harm. Wir gehen jetzt harm. Alles klar, was eine Runde, oder? Sehr psychedelisch. Ey, aber immerhin haben wir die Kisten ausgeräumt von der Aurora, vor der Aurora, dann wissen wir das schon mal. Wir müssen natürlich nochmal rüber, da warte ich aber, bis zumindest mal die bunten Flaggen hier weg sind. Was ja dann bedeuten wird, dass ein Patch kam. Ne? Vielleicht haben wir Glück, dass dann die Aurora auch wieder ganz ist. Und in der Zeit machen wir jetzt als nächstes den Laserschneider. Da müssen wir nochmal rüber zur Insel. Brauchen wir nämlich Diamanten. Ich gehe auch davon aus, dass der Counter von der Sunbeam beim nächsten Mal noch durch ist. Dann hätten wir das alles in einer Folge drin. Und dann ein, zwei Fragrunden und dann gehen wir rüber bauen. Dann werden wir die Insel uns herrichten, so wie wir sie wollen. Wir brauchen auf jeden Fall den Alien-Container noch. Wir brauchen das Ladegerät für die Energiezellen. Das heißt Frakturen. Ein Frack am Pilzbiom haben wir immer gehabt. In die andere Richtung waren zwei. Das eine in der Spalte. Das kriegen wir schon hin. Was hängt denn hier? Au, und da könnte man auch noch runter ins Pilzbiom, ne? Die Basis im Pilzbiom. Vielleicht gibt es da noch das ein oder andere, was wir kennen können. Ja, dann haben wir doch Material genug, ne? Hat er mich jetzt schon angegriffen wieder? Sag mal, wie weit ist denn das weg? Ich finde die Biome zum Glück. Guck mal hier, das Schrottteil ist auch recht bunt. Krass aber, ne? Wie so ein kleiner Fehler. Wahrscheinlich ist es voll nur eine Codezeile, die das hier fabriziert. Geh weg. Reginald, das war dein Leben, Reginald. Habe ich den fauligen Fisch noch im Inventar? Wahrscheinlich schon. Was ist denn das für eins hier? Allerle. Guck mal. Alter, ist der krass, oder? Wo bist denn du? Dehydration detected. Wo ist denn der jetzt hin? Der, ich sehe den Schatten noch. Hier ist er. Guck mal. Alterle. Guck mich mal an, Diggerle. Wo hast denn du die LED-Birnen her? Aua, wo hat denn der die LEDs geklaut, der Sack? Alter, wie krass. Das sind ja gar keine echten Tiere. Dehydration, ja, wir gehen gleich trinken, aber wir haben auch noch ein Wasser. Wo ist denn der Walfisch? Jetzt will ich natürlich alles wissen. Jetzt will ich natürlich alles wissen. Haben sie dich auch versaut? Da oben ist wieder so eins. Was macht ihr eigentlich hier in dem Gewässer? Guck mal das an. Kleiner Raver. Der Walfisch scheint in Ordnung zu sein. Also der sieht aus wie ein Raver. Scooter? Er hat auch wohl irgendwas im Hals, ne? Guck mal. Scooter. Alles klar, sorry. Muss ich jetzt natürlich angucken. Sehen wir vielleicht nie mehr wieder, ne? Hier ist Heimat. Na ja, dann machen wir es so. Jetzt sind wir eh schon über der Zeit. Beim nächsten Mal sage ich euch, wie es weitergeht. Ich habe echt noch gar keine Ahnung. Insel oder nochmal Aurora. Fracktauchen. Wir haben so viel Zeug noch vor uns. Wir haben erst angefangen. Kriegen wir schon eine tolle Folge hin, denke ich. Ne? Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet einen. Ist ja schon Montag. Und bis zum nächsten Mal.